Hallo und herzlich willkommen im Wald. Folgendes, ich hatte ja keinen Gaskocher und ich hatte ja einiges erzählt zur Thematik, welchen Kocher ich mit nach Grönland nehmen möchte. Inzwischen habe ich einen Gaskocher. Der Vollständigkeit halber, da geht ein kleines bisschen Gas verloren, zeige ich euch schnell, wie man den Gaskocher montiert. Und wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir machen jetzt einen kleinen Vergleich von verschiedenen Kochern, also den beiden Kochern, die hier meiner Meinung nach für eine expeditionsartige Tour, eben entsprechend in Frage kommen. Nämlich einmal so ein Mikro-Gasköcherchen. Theoretisch würde auch noch so ein Jetboil, ich glaube so heißt er, ist ja auch egal, vielleicht auch noch in Frage kommen, weiß ich nicht. Aber wenn Gaskocher, dann habe ich doch sehr geliebäugelt mit so einem Mikro-Dingens hier oder so einem gleichen expeditionstauglichen Gaskocher, also so einen krassen, mit der so ähnlich aussieht wie mein Benzinkocher hier, was allerdings keinen Sinn macht, weil ich so einen Benzinkocher ja schon habe und dann brauche ich nicht auch noch so einen Gaskocher. Da würde ich mir eher noch einen Omni-Fuel zulegen, der dann wirklich mit allem arbeitet. Gut, diverse Fazitsachen und so weiter und so fort später. Und herzlichen Dank für Gaskocher samt Extreme 2.0 Coleman Kartusche. Die soll, steht zumindest drauf, bis minus 27 Grad leistungsfähig sein. Auch dazu später dann nochmal ein bisschen mehr. Jetzt möchte ich einfach mal testen, zweimal einen Liter Wasser kochen. Zweimal unter den optimalsten Bedingungen, wie ich sie hier herstellen kann. Und ansonsten aber unter gleicher Temperatur, gleiche Wassertemperatur. Beide stammen aus dem Brunnen, den man vielleicht im Hintergrund plätschern hört. Wenn nicht, dann nicht, aber er ist da. Und ich möchte einfach mal beide Kocher ausprobieren. Und jetzt labere ich auch gar nicht weiter um den heißen Brei herum. So, dieses Ding hier, das kann man am besten umdrehen. Dann hängen nämlich die Ärmchen nach unten und dann kann man die Ärmchen entsprechend fixieren. Und die Einstellschraube hier kann man noch ein- und ausklappen. Ich hoffe, ihr seht das, weil ich will nur mit der einen Kameraeinstellung arbeiten. Das langt ja dann auch. Und ich habe leider auch vergessen, wie der Kocher heißt. Ich habe es mal nachgeguckt. GRS. Ultralight Stove oder irgendwie sowas, so findet man ihn zumindest im Internet. So, und dann schraubt man das Ding da drauf und dann ist das auch schon fertig. Und im Grunde könnte ich jetzt damit anfangen zu kochen. Aber ich will ja unter optimalen Bedingungen testen und deswegen werde ich jetzt noch einen gescheiten Windschutz installieren. Ich habe zwei verschiedene Töpfe, das habe ich deswegen, weil ich den jeweils vernünftig optimalen Topfdurchmesser für mein jeweiliges Kochgerät nutzen möchte und ich möchte jeweils einen Liter kochen. Das heißt, ich kann hier keine 0,5 Liter Tasse draufpacken, wie es wahrscheinlich die meisten bei so einem kleinen Mikrokocher tun und dafür werde ich ihn im üblichen Alltag auch größtenteils benutzen. Aber jetzt hier für diesen Vergleich geht das halt eben nicht, weil ich ja gerne wissen möchte, was der kann unter den Bedingungen, wie ich ihn auch in Grönland verwenden würde. So, jetzt gibt es hier einen Windschutz, der ist eigentlich vom Benzinkocher. Das ist im Großen und Ganzen ein Stück Alublech, das man hier entsprechend schön drumherum bauen kann. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis der perfekt sitzt. Ihr seht, das ist ein kleines bisschen Fummlerei. Man kann den optimal eng sitzend anbringen, aber wie gesagt, man muss halt rumfummeln und deswegen, da schneide ich jetzt dann raus. Okay, noch enger geht jetzt fast nicht mehr. Ne? Also das sitzt jetzt schon wirklich so eng um den Kocher, wie irgendwie geht. Und einen besseren Windschutz habe ich nicht. Natürlich wäre es theoretisch noch optimaler, wenn der komplette Topf vom Windschutz auch noch abgedeckt werden würde, dass wir einen kompletten Kamineffekt bekommen und die Hitze, die beim Kochen nicht unten am Topfboden landet, sondern am Topf entlang geht, quasi dann auch noch so lange am Topf entlang geht, wie sie halt da ist. Und erst ganz oben, wenn der Topf aufhört, quasi entweicht. Das wäre dann eine optimale Ausnutzung der Hitze entsprechend besser. Geht es meines Erachtens und meiner Erfahrung nach nicht. Das habe ich aber jetzt nicht. Das wird auch schwierig, weil dadurch, dass das Ding halt eben auf dem Kocher samt Kartusche steht und in einer Expeditionsanwendung, so wie ich das jetzt vorhabe, ich sage immer Expedition, es ist also schon eine normale Wanderung, aber eine relativ krasse, die ich da halt eben entsprechend vorhabe, also vergleichsweise krasse. Da werden wir auf jeden Fall 220 Gramm Gaskartuschen benutzen. Die sind dann nochmal einen Ticken höher. Das hier ist eine 100 Gramm Gaskartusche, die ist demzufolge noch etwas niedriger. Also sprich, wahrscheinlich wäre bei einer
Nutzung mit einer 220 Gramm Gaskartusche ein nochmal ein bisschen höherer Windschutz aus einem etwas höheren Alublech eine ganz gute Idee. So, wir machen den Deckel drauf. Okay, jetzt läuft's. Okay, also, das hat jetzt gedauert circa 6 Minuten 45. Das ist allerdings auch ein Liter und es ist kalt und das sind so Bedingungen, wie sie wahrscheinlich durchschnittlich auch auf der angestrebten Tour entsprechend herrschen werden. Das Gute ist, jetzt kann ich mir erstmal einen Tee machen, das tut nämlich gut. Das war allerdings jetzt, das muss man auch dazu sagen, auf Sprudeln kochendes Wasser, getrimmtes Wasser. Ich habe leider überhaupt keine Handschuhe dabei, muss ein bisschen vorsichtig sein. So, alles klar. Und 6 Minuten 45, das ist jetzt nicht... Naja, ich bin halt mal einen Benzinkocher gewöhnt, ne? Und da werden wir gleich sehen, das ist dann nochmal eine andere Kategorie. Aber folgendes. Ich habe mal recherchiert im Internet. Und so ungefähr brennt auf diesem Kocher diese Gaskartusche hier in etwa eine Stunde, hat man mir gesagt. Ne? Wenn es kälter ist, dauert der Kochvorgang länger, aber das ändert nichts an der ungefähren Brenndauer, insbesondere dann, wenn man eben dieses vergleichsweise tolle Wintergas hier entsprechend nimmt. So, und jetzt folgendes, eine Stunde Brenndauer bedeutet a 6 Minuten 10 Gramm Gas. Das deckt sich auch ungefähr mit dem, was die Leute, die den Gasverbrauch messen konnten. Ich besitze leider keine exakte Waage. Ich muss mir so ein Ding unbedingt mal kaufen, aber Freundin interveniert, weil die hat eine. Und deswegen soll ich mir keine kaufen, weil sie hat ja eine. Aber die habe ich jetzt halt nicht jetzt hier und das nervt. Aber gut, sie hat ja nicht ganz Unrecht eigentlich. Boah, heiß. Hat definitiv gekocht. 10 Gramm Gas pro 6 Minuten. So, jetzt waren das 7, na, sagen wir mal fast 8 Minuten. Es hätten, und die hat auf jeden Fall 8 Minuten gebrannt, weil ich ja vorher erst Zeit brauche, bis das Ding dann eben entsprechend richtig draufsteht. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen optimieren und etwas Zeit brauche, bis es dann am Ende wieder aus ist, nachdem ich da eben entsprechend den Windschutz weggemacht habe und so weiter und so fort. Das war jetzt noch ein bisschen stümper, weil ich da noch nicht viel Übung habe. Aber ich glaube, insgesamt komme ich dann doch aufgrund dessen, dass ich es auch nicht zu Hetze machen möchte, weil dieses Konstrukt hier ist wackelig, ne? Das kann schon umfallen und da will ich einfach kein unnötiges Risiko eingehen, indem ich da Hetze mache. Also sagen wir einfach mal 8 Minuten für den Liter bei kaltem entsprechenden Bachwasser aus der Natur. So, und das wäre dann eben entsprechend ein Gasverbrauch von 13,3 Gramm rein rechnerisch, jetzt bei diesem ersten Versuch. Und das deckt sich halt ungefähr mit den Daten, die ich im Internet gefunden habe. Deswegen werde ich da nicht noch 17.000 andere Versuche wahrscheinlich machen. Das ist rein vom Gewicht für einen Liter kochendes Wasser erheblich besser als mein Benziner. Das ist so. Ne?
So, kommen wir zur Variante Benzin. Ne? Dafür habe ich jetzt, damit der Tisch nicht versenkt wird, extra noch die Bodenplatte drunter gelegt. Okay, die hätte man beim Gaser eigentlich auch noch nehmen sollen, dürfte aber von der Effizienz her einen Unterschied von für höchstens 10 Sekunden oder irgendwie sowas ausmachen. Also das könnte schon sein, sollte sich aber wie gesagt ziemlich in Grenzen halten. Und da man einen Benzinkocher vorheizen muss, eben hat das Teil sogar mal funktioniert, jetzt, muss man den erstmal anzünden. Dann kommt er langsam erst auf Touren und erst, wenn er das dann entsprechend ist, geht es da richtig los. Ups. Hallo. Hallo. Vorglühvorgang, das ist wichtig, das muss man wissen, dauert umso länger, je kälter die Außentemperatur, weil umso kälter ist natürlich entsprechend der Stahl vom Kocher und bis der sich mal so richtig schön aufgeheizt hat, und der ist auch Stahl, ne? Nix Titan, nix Alu, sondern wirklich Stahl, das kann schon wirklich ein ganzes Weilchen dauern. Vor allen Dingen ist auch wichtig, dass er eben aus der Vorglühkralle, also diesem untersten Bauteil, diesem kleinen Tellerchen, entsprechend vorgeheizt wird, damit wirklich der komplette Bereich des Brenners vorgeheizt ist. Weil sonst hat man das Problem, dass man am Ende nur so rote Flammen bekommt und nicht diese Jetflammen, wie man sie bei Gas automatisch kriegt. Und wenn man dann hört, so ein gewisses zischendes Geräusch, dann kann man langsam mal richtig starten. So, langsam kommen die Jets. Jawohl. Gibt noch etwas Sprit. Und jetzt können wir Windschutz drauf machen. Und Kesselchen drauf. Und dann läuft die Uhr. So, das ist ein sehr leiser Benzinkocher. Das ist der MSR Whisper Light. Der ist tatsächlich ein Ticken leiser als dieser vergleichsweise laute Gaskocher. Wen das jetzt stört, für wen das jetzt wirklich wichtig ist, der Faktor Lärm. Naja, ich will es nur mal gesagt haben. Also für einen Benzinkocher ist das so ziemlich der leiseste, den man kriegen kann. Leiser geht nicht. Machen wir noch ein bisschen mehr Power. Und ihr seht, viel lauter wird der nicht mehr. Also man versteht mich nebenher noch vergleichsweise gut. Der Gas war da wirklich etwas lauter. So, ja, wir warten, bis es kocht und so lange Schnitt. Sollte eigentlich jeden Moment soweit sein. Ja, im Grunde kocht das natürlich schon, ne? Das muss ich jetzt niemandem erzählen. So, und wir sind bei 3 Minuten 40. Stopp. Dann ausmachen. Und das dauert jetzt noch eine ganze Weile. Ich habe ihn jetzt abgedreht, aber da ist ja noch Benzin in der Leitung und deswegen geht es noch ein Weilchen, bis da wirklich Schluss ist. Man kann natürlich den Kessel vorher schon runternehmen. Und da seht ihr vielleicht noch so ein paar Reste der blauen Beflammung, jetzt nicht mehr. Dann brennt er noch ein kleines bisschen mit üblicherweise normalen Flammen nach. Ja, man hat noch ein paar gesehen. Ja, und dann ist irgendwann Schluss. Jetzt ist natürlich auch wieder vergleichsweise blöd und ein Nachteil für kleine Kochvorhaben. Bis das Ding jetzt ausgekühlt ist, darf man es ungefähr 20 Minuten stehen lassen. Gut, wenn es super kalt ist, geht schneller. Aber 20 Minuten kannst du mal so grob rechnen. Gut, man isst ja jetzt erst und so weiter und so fort. Deswegen stört mich das nicht. Kann aber durchaus ein Faktor sein. Mit dem Gaskocher machst du eine Tasse heißes Wasser, stellst du die daneben, trinkst eine Minute oder was dran, dann ist das Ding wieder kühl, dann kannst du ihn abschrauben und in die Hosentasche stecken. Ne? Also für nur mal ein ganz schnelles Kochvorhaben ist das Ding wirklich definitiv die bessere Wahl. Es geht hier wirklich nur darum, Tourenkocher, für wirklich richtig lange Touren. Da kann man dann über das Benzin nachdenken. So, da la, Zeit für ein Fazit. Beim Gaskocher, ne, hat man halt eben ein unglaublich geringes Systemgewicht. Für kurze Touren ist das optimal.
Da gibt es nichts Besseres. Punkt, aus, Ende. Da gibt es nichts Besseres. Das ist für kurze Touren absolut toll. Es ist ebenfalls die beste Lösung mit Sicherheit aufgrund wirklich des enormen Gewichtsvorteils gegenüber allen anderen Systemen, die man nennenswert sinnvoll verwenden kann. Spiritus. Kann man sich jetzt nochmal streiten, ne? Aber der hat halt einfach von dem Brennstoff selber ein so schlechtes so einen schlechten Heizwert, und bei Kälte funktioniert der halt wirklich nicht mehr gut. Man kann ihn noch anzünden mit diversen Tricks, aber man hat dann so unendlich lange Kochzeiten und damit einhergehend wirklich einen richtig hohen Spiritusverbrauch, dass der für eine Grönlandtour meiner Meinung nach zwar auch geht, aber auf Platz 3 ist der möglichen Kochsysteme. Übrigens wollte jemand wissen, warum nimmst du nicht ein Hobo, musste keinen Brennstoff mitschleppen. Wir reden von Grönland, da gibt's kein Holz. Fertig. Kein Brennstoff da, natürlich, ja. Man kann nur mitschleppen, das geht nicht anders. Anders kannst du nicht heizen. Die Inuit haben mit Walöl geheizt. Ne? Alles klar soweit? Gut. Jetzt folgendes. Kann man unterwegs die Gaskartuschen loswerden? Denn die Gaskartuschen sind das große Problem von einem Gasbrenner. Dann ist der auch optimal. Also da würde ich wirklich grundsätzlich immer nur den Gasbrenner mitnehmen. Denn eine leere Kartusche, eine 100 Gramm Kartusche wiegt etwa 90 Gramm. Allein die Kartusche, Leergewicht, also sprich eine 100 Gramm Gaskartusche wiegt 190 Gramm. Eine 220er, die wiegt etwa 160 ungefähr. Da gibt es jetzt je nach Hersteller so ein paar diverse Unterschiede. Aber damit ist der Anteil, oder 130 glaube ich, 140, irgendwie sowas, Leergewicht. Damit ist allerdings immerhin das Leergewicht zum Inhalt in einem besseren Verhältnis als bei der 100 Gramm Kartusche. 100 Gramm Kartuschen sind also für längere Touren, für mal kurz eben in den Wald, ist ja alles scheißegal. Aber für längere Touren sind 100 Gramm Kartuschen so ziemlich das Schlechteste, was man mitnehmen kann. Noch effizienter wäre dann bei einer ganz, ganz langen Tour, wenn man die Gaskartuschen nicht unterwegs entsorgen kann. Die ganz großen, die 440er, glaube ich, sind das dann. Die haben allerdings noch einen entscheidenden Nachteil. Die sind super hoch, ne? Und wenn ich jetzt da oben noch den Gaskocher draufschraube auf so eine richtig hohe Kartusche und dann nur so einen Windschutz habe, dann wird das schwierig. Und man kann den Windschutz auch nicht beliebig hochbauen. Das Ganze wird immer wackeliger und unstandsicherer. Und das wäre mir dann wirklich ein bisschen zu diffizil. Aber rein vom Gewicht her wäre das noch optimal. Aber nochmal, kann man unterwegs Gaskartuschen loswerden, wenn sie leer sind, dann gibt es bestimmt nichts Effizienteres als einen Gaskocher. Insbesondere, wenn man vorher weiß, dass man da, wo man hinreisen möchte, Gaskartuschen bekommt und dass man welche bekommt, die auch mit niedrigen Temperaturen zurechtkommen. Ja? Jetzt gibt es zu so einem Mikro-Gaskocher noch die Alternative, welche zu haben, die so ähnlich aussehen wie mein Benziner hier. Die haben auch eine Leitung, nur wird an der Leitung eine Gaskartusche angeschlossen. Und die kann man dann auch auf den Kopf stellen, und so, dass das Flüssiggas quasi die Leitung entlang fließt. Und das hat dann den großen Vorteil, dass man A, die Kartuschen besser leer bekommt, also nochmal eine etwas höhere Effizienz aus dem System rauskriegt. Man kriegt die dann vollständig leer. So kriegt man sie mit dem Kocherchen obendrauf wahrscheinlich nicht ganz leer. Das könnte sein, dass einem dann nochmal 10% dann drin bleiben oder auch 15%, je nachdem, wen man fragt. Und je nach Temperatur vor allen Dingen wird es nämlich schwierig, weil das Butan, das da anteilig drin ist, ja dann irgendwann gar nicht mehr verdampft. Das sind dann auch schon nochmal so ein paar Dinge, die halt eben für einen Gaskocher mit Leitung sprechen. Der ist dann allerdings natürlich keine 25 Gramm leicht, sondern 120, 130 bis zu 150, würde ich jetzt mal ungefähr sagen. Mein Benziner mitsamt allem Zubehör, inklusive der Pumpe und so weiter und so fort, und Reparaturmaterialien und kompletten Windschutz, wiegt 500. Ne? Ungefähr, also wirklich 490 bis 510, so irgendwas um den Dreh, also circa 500. Die Flasche selber, die wiegt dann nochmal etwa 180 Gramm. Die ist aus sehr leichtem Material, aber trotzdem noch natürlich dick, damit sie Druck standhält. Man pumpt ja mit der Pumpe entsprechend nochmal Druck rein. Und damit kommen wir auf ein Gesamtsystemgewicht von, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, habe jetzt gerade nicht griffbereit, ich schreibe es euch dann nochmal unten hin, etwas um die 800 Gramm, sage ich jetzt mal grob. So 700 bis 800 Gramm. Das ist natürlich mit 25 Gramm in keinster Weise irgendwie zu vergleichen. Ist die Tour aber lang genug, verwaschen sich diese Unterschiede so langsam, wenn man Gaskartuschen mitschleppen muss. Und irgendwann ist die Tour so lang,
dass das zusätzliche Gewicht für die viele, viele Verpackungen, die man für Gas braucht, einen Benzinkocher leichter sein lässt. Ne? Ihr könnt mir folgen, weil man kommt mit einem Liter Benzin und Ersatzbenzin nochmal in einer PET-Flasche oder sowas. Das ist natürlich nicht ganz ultimativ sicher, aber es braucht nicht viel Ersatzbenzin sein. Es müssten nochmal vielleicht 500 Milliliter sein, maximal. Dann würde man mit dieser Flasche und einer 500 Liter Milliliter Ersatzflasche bei Temperaturen um den Gefrierpunkt locker 3 Wochen auskommen. Locker, zu zweit. Zu zweit 3 Wochen mit circa 1,3 Liter Benzin. Ne? Weil das ist eine 833 Milliliter Flasche. Also die hat schon ein Volumen von einem Liter. Es passen aber nur 887 Milliliter maximal rein. Also da passt schon auch noch mehr rein, aber mehr darf man sie nicht füllen, weil noch zusätzlich Luft rein muss, um ein Benzin-Luft-Gemisch mit entsprechendem Druck zu erzeugen. So, ne? Und trotzdem wiegt die Verpackung immer nur ihre 160 Gramm oder was. Und für die gleiche Zeit, für 3 Wochen zu zweit, müsste man dann mit Sicherheitsreserve, und die ist beim Benzin auch mit einkalkuliert, müsste man halt 4 Gaskartuschen mitschleppen. Und wenn man die nicht unterwegs entsorgen kann, dann wird das blöd, ne? Weil die werden ja auch nicht leichter. Die schleppt man dann als Fixgewicht mit und muss sie dann quasi zu den Systemkosten von 25 Gramm quasi dazu addieren. Und außerdem braucht man ja auch zusätzlich noch einen Windschutz, der das Ding dann nicht mehr 25 Gramm, sondern 150 Gramm oder irgendwie sowas wiegen lässt. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Blechding hier nimmt, das wiegt nicht ganz so viel, aber vielleicht nimmt man ja noch ein anderes Blechding oder noch ein zusätzliches Blechding oder ganz, ganz viel Blech, ich weiß es nicht. Genaue Zahlen, wie gesagt, die schreibe ich euch unten hin. Die weiß ich nicht auswendig. Und wenn ich jetzt rumzappe, liegt das daran, dass es langsam wirklich kalt wird und ich habe keinen Handschuh. Demzufolge, ist der noch warm? Nein, der ist nicht mehr warm. Funktioniert nicht. Gibt außerdem nur dreckige Pfoten. Noch ein Vorteil, Gas, nichts dreckig. Benzin, alles dreckig. Rußt halt wie Sau. Und ja, muss man auch entsprechend mögen. Also, Benzin. Irgendwann ist es besser. Und dann gibt es noch zwei andere Situationen, in denen man Benzin mit Sicherheit braucht. Nämlich, wenn man weiß, man geht wohin, wo es schlicht und ergreifend keine Gaskartuschen zu finden gibt und man kann da nur hinfliegen. Im Flieger darf man sie nicht mitnehmen. Man kann sich vielleicht, wenn man Glück hat, damit helfen, dass man Kartuschen zu einer ordentlichen Post schickt, ne? Also per Paket, und sie dann postlagernd auf dem Postamt abholt. Das klappt aber auch nur bedingt, weil sich dann teilweise, habe ich gehört, die Logistikbetriebe beim Durchleuchten vom Baguette, wenn du sie nach Deutschland in den Kongo schickst, dann gucken die schon mal ein bisschen, was da so drin sein könnte. Und wenn sie dann feststellen, sind Gaskartuschen, ist potenziell explosiv, das befördern wir nicht, ja, dann sind sie halt weg. Aber ich meine, für wen ist das relevant? Ne? Jetzt sind wir mal ehrlich, für wen ist das relevant? Wer will denn wo wandern gehen, wo man keine Gaskartuschen kaufen kann? Das sind nicht viele. Und der nächste Faktor ist dann der Winter, weil irgendwann wird selbst das ultimativste Wintergas bei irgendwie minus 20 schwierig. Na, dann hast du da schon diverse Probleme. Bei Benzin ist die Temperatur nahezu wurscht. Das funktioniert bei wirklich egal welchen niedrigen Temperaturen. Man hat jedenfalls noch keine gefunden, an der man mit einem Benzinkocher, weil man das Zeug ja unter Druck dann da rauspumpt, das nicht doch noch irgendwie angezündet bekommt. Es hat ja dann automatisch eine gewisse Mindesttemperatur, einfach durch den Druck, mit dem es dann durch die Leitung gepumpt wird. Das heißt, das Benzin, egal wie drauf, schwer, und es hat auch einen unglaublich niedrigen Gefrierpunkt. Ne? Das funktioniert also eigentlich immer. Ne? Aber wer ist schon jenseits von minus 20 Grad unterwegs? Das heißt, sollt ihr euch jetzt einen Benzinkocher kaufen? Nein, bestimmt nicht. Aber für mich, ich habe halt eben entsprechend einen und ich war der Meinung, ich muss unbedingt so ein Ding haben. Das ist auch schon 10 Jahre her. Und jetzt spielt er halt durchaus eine Rolle in meinen entsprechenden Überlegungen. Benzinkocher haben halt dann noch den großen Vorteil. So ein Gaskocher, es ist sicher sauschwer, dass der kaputt geht, dass der verstopft oder dass bei dem irgendwas ist. Aber wenn was ist, wenn er kaputt ist, dann ist er kaputt. Ne? Sollte das irgendwie passieren, insbesondere wenn man jetzt so einen relativ günstigen China-Gaskocher dabei hat, der für Deutschland natürlich super toll ist und vielen, vielen herzlichen Dank, es war ja auch ein Geschenk. Aber wenn man irgendwo ist, wo man keine andere Wahl hat, als mit seinem Kocherchen zu kochen
und dann geht der Kocher einem kaputt. Man kann ihn nicht reparieren, weil das nicht geht. Man kann diese Dinger nicht reparieren. Was soll man da reparieren? Man kann die nicht auseinandernehmen und irgendwas putzen oder sonst wie. Ja, dann hat man ein echtes Problem. Und ein Benziner, der ist so gesehen für die Ewigkeit, weil man den kompletten Kocher, ich habe es neulich erstmal wieder gemacht, vollständig auseinandernehmen kann und jedes noch so kleine Teilchen, was sich irgendwie zudrecken könnte und kaputt gehen könnte, kann man putzen. Wenn man das entsprechende Werkzeug und einen schönen Lappen oder halt in Gottes Namen ein T-Shirt im Survival-Fall, dann ist es halt danach ein saudreckiges T-Shirt, aber danach ist der Kocher halt sauber. Da habe ich lieber ein dreckiges T-Shirt als einen nicht funktionierenden Kocher. Und dann funktioniert der immer. Und während man Kerosin durchjagt oder Diesel, und es gibt ja auch noch welche, die arbeiten mit nahezu jedem Brennstoff und man kann sie normalerweise auch mit Gas betreiben, dann ist man halt völlig, idealerweise nimmt man Gas, dann macht man den Kocher nicht dreckig. Hat man kein Gas mehr, kriegt man auch irgendwo Benzin her. Hat man kein Benzin, dann zapft man beim Flugzeug Wrack Kerosin ab. Wenn man mit dem Flugzeug abstürzt und hat im Gepäck von Flugzeug, ne, im Stauraum seinen Rucksack rumliegen und hat einen Benzinkocher dabei, hat man automatisch Brennstoff, weil man aus dem Flugzeugwrack bestimmt noch Kerosin abzapfen kann. Wenn ein Flugzeug auf Land abstürzt, ist die Chance, dass man das überlebt, nahezu nicht existent. Aber theoretisch... Ne? Ja, nochmal kurz zur Berechnung, wie weit man denn mit Benzin jetzt nun mal kommt. Bei Benzin habe ich es mal relativ umständlich ausgerechnet. Benzin hat eine Dichte von so ungefähr 750 Gramm pro Liter. So ganz grob, ne? Nur damit wir schön rechnen können. So, jetzt wissen wir brauchen 20 Milliliter unter nicht optimalen Bedingungen für einen Liter kochendes Wasser. Das heißt, wir wollen aber am Tag 2 Liter kochendes Wasser haben unter nicht so optimalen Bedingungen mit Sicherheitsreserve. Das sind ja schon diese 20 Milliliter. Dann haben wir 40 Milliliter pro Tag. So, dann brauchen wir für 10 Tage 400 Milliliter Sprit. Wir brauchen... Quatsch, 400 Gramm Sprit, Entschuldigung, 400 Gramm Sprit und wir bräuchten für 20 Tage 800 Gramm Sprit. So, jetzt hat aber ein Liter nur 750 Gramm Sprit, das heißt für 20 Tage bräuchten wir einen Liter und 100 Milliliter, so irgendwas um den Dreh. Ne? Und bei 2 Liter kochendes Wasser, wohlgemerkt pro Tag, im Winter. Im Sommer ist noch mal ein bisschen weniger, da ist es dann noch mal ein bisschen effizienter vom Brennstoffverbrauch her und so weiter und so fort. Aber nur mal so grob als Anhaltspunkt. Wir wollen 14 Tage unterwegs sein und sagen deswegen, ein Liter reicht uns, weil das sind ja bekanntlich nicht 20 Tage, sondern nur 14. Und da haben wir dann auch noch relativ Reserve drin. Wir werden wahrscheinlich trotzdem noch ein kleines Fläschchen, so irgendwas von dem Format, wahrscheinlich sogar genau diese Flasche, nochmal mit Benzin entsprechend mitnehmen. Die ist sehr, sehr dicht verschraubbar, ist aus einem sehr dichten Material, wiegt leer trotzdem kaum was. Und dann haben wir noch 100 Milliliter Reservesprit, weil, was man auch wissen muss, wird die Bottle irgendwann sehr, sehr leer. Man kann wirklich fast bis auf die letzten paar Tropfen schon alles rauspumpen. Man pumpt sich halt wirklich nur dumm und dämlich. Und ich würde mal sagen, die letzten 50 Milliliter, die würde ich jetzt wirklich als eiserne Reserve ansehen. Die würde ich auf keinen Fall verplanen, weil es dann langsam mit dem Pumpen echt mal schwierig wird. Und deswegen wäre es halt auch die 100 Reserve-Milliliter. Deswegen eine gute Idee, dass man die einfach gegen Ende dann noch in die Flasche kippt, damit man einfach leichter pumpen kann, damit man ein bisschen besser kochen kann, damit man ein bisschen mehr Druck auf den Kocher bekommt. Das sind so Überlegungen. Da ich diesen hier ja jetzt ganz, 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 ganz neu habe und deshalb noch nicht so 100% vertraut mit dem Ding bin, ich werde natürlich jetzt noch über den Winter testen und wenn ich jetzt nicht unglaublich begeistert sein werde und sage, das ist auch ein toller Expeditionskocher, ich habe mir auch noch schon andere Sorten Gaskartusche bestellt, dann nehmen wir vielleicht eventuell den mit, wenn ich weiß, alle gängigen Gaskartuschen funktionieren ganz gut jetzt bei uns im Winter bei so circa 0 Grad, klappt das ganz gut, dann könnte man wirklich ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht doch den Gaskocherchen mitnimmt. Ne? Packmaß ist nicht so das Problem, wir haben groß genug Rucksäcke, ansonsten ist Packmaß natürlich schon ein Thema, weil Gaskartuschen, da kann man schon ein paar stapeln, bis man das Volumen von der Flasche erreicht. Und dann kommt halt natürlich noch das Kochervolumen von nicht existent zu dieses Ding hier mitsamt seinem ganzen Zubehör und so weiter und so fort. Also volumentechnisch ist mein Gas
definitiv auch entsprechend weniger dabei. Ne? Außerdem kann man, das macht ja jeder, Gaskartuschen auch wunderbar in irgendwelchen Tassen, Topfen oder sonstigen transportieren. Hier passt jetzt keine Gaskartusche rein, aber ich habe auch Tassen, da passen die genau schlüssig rein. Und wenn du dann noch einen kleinen Putzlappen dazu tust, dann klappert da auch nichts und so weiter und so fort. Deswegen schon ein schönes System, ne? Kann man wirklich nicht leugnen. Aber ich mag meinen Benziner und ich weiß, dass ich mit meinem Benziner glücklich sein werde und mit meinem Benziner alles funktioniert, wenn ich ihn dabei habe. Ja? Ja, schwere Entscheidung. Nochmal ein kleiner Nachteil vom Benziner. Man sollte die einzelnen Kochvorgänge aufgrund des Vorglühens, weil muss man ja Benzin entsprechend unten reinleiten, damit das dann entsprechend vorglüht. Man kann theoretisch auch unten Spiritus reinkippen. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Vor kurzem. Aber man braucht in jedem Fall noch ein bisschen extra Brennstoff, um das Ding halt eben entsprechend vorzuglühen. Bei meiner 20 Gramm Brennstoff pro Liter gekochtes Wasser Rechnung. Das ist wirklich für einen Liter von Anmachen bis Abmachen vom Kocher und einmal einen Liter kochen. Kocht man zum Beispiel in Folge mehrere Liter und macht den Kocher zwischendrin gar nicht aus und tauscht sozusagen die Töpfe durch, dann kommt man nochmal auf einen deutlich geringeren Brennstoffverbrauch. Kocht man 4 Liter auf einmal, kommt man auch auf einen vergleichsweise etwas geringeren Brennstoffverbrauch pro Liter. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal interessant. Man kann halt mit einem Benziner, der halt auch relativ viel Watt hat, auch viele Liter auf einmal kochen. Mit einem Spirituskocher geht das irgendwann gar nicht mehr. Und mit so einem kleinen Gaskocher wird das sicherlich auch schwierig. Es gibt selbstverständlich auch Gaskocher, die das können. Aber das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man irgendeine große Gruppe ist und so weiter. Jetzt habe ich, glaube ich, alles erzählt, was ich dazu erzählen kann. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.